Wenn du ein eigenes Unternehmen gründen möchtest oder eine sinnvolle Kapitalanlage suchst, dann gibt es eine Reihe von Möglichkeiten am Markt. Aber in diesem Video werde ich dir eine ganz besondere Gelegenheit zeigen. Denn laut einer KfW-Studie wird jedes vierte Unternehmen in den nächsten 4 Jahren zum Verkauf stehen. Also bis zum Jahr 2025 werden über 800.000 Unternehmen entweder verkauft oder geschlossen. Mein Name ist Daniel Schäfer und ich bin selbst nicht nur Gründer und Unternehmer, sondern auch Berater. Und gemeinsam mit vielen anderen Beratern helfen wir nicht nur Gründern bei der Existenzgründung, sondern auch Betriebsübergebern, also Unternehmern, ihr Unternehmen zu veräußern, sprich einen Nachfolger zu suchen. Und hier steigt die Nachfrage auf der einen Seite, aber auf der anderen Seite gibt es immer weniger Menschen, die den Mut haben, auch ein Unternehmer zu sein. Wenn wir uns die Zahlen der aktuellen KfW-Studie genauer anschauen, dann werden wir feststellen, dass von den 3,5 Millionen mittelständischen Unternehmen in Deutschland über 800.000 Unternehmen zum Verkauf stehen, bis zum Jahr 2025. Und von diesen Unternehmen, die in den nächsten Jahren zur Veräußerung stehen, suchen über 540.000 Unternehmen tatsächlich einen Nachfolger. Und leider sind die Zahlen der Interessenten so gering, dass bis zu 300.000 Unternehmen damit rechnen, schließen zu müssen. Und der Grund dafür, dass die Unternehmen damit rechnen, schließen zu müssen, liegt einfach in der Tatsache, dass von 100 Menschen in Deutschland vor 10 oder 20 Jahren noch 3 bereit waren, echter Unternehmer sein zu wollen. Inzwischen hat sich diese Zahl reduziert auf 1. Das heißt, von 100 Personen, die du kennst, gibt es nur einen im Durchschnitt, der die Motivation und die Bereitschaft und die Verantwortung auch übernehmen will, echter Unternehmer zu sein, um selbst zu gründen oder beispielsweise ein Bestandsunternehmen zu übernehmen. Und genau das kann deine große Chance sein, dass du alleine oder mit anderen im Team oder mit einem Investor gemeinsam ein Bestandsunternehmen übernimmst. Denn die Vorteile sind groß. Denn die Wahrscheinlichkeit ist nicht nur größer, dass du schneller davon oder überhaupt davon leben kannst versus einer eigenen Existenzgründung, sondern die Wahrscheinlichkeit ist auch wesentlich größer, dass du die entsprechenden Finanzierungsmittel bekommen wirst. Und wenn das Unternehmen gut aufgestellt ist, das Übergabekonzept stimmig ist und du als Unternehmertyp alle wesentlichen Voraussetzungen mitbringst, dann kann es sogar sein, dass du nur sehr wenig Eigenkapital aufbringen musst, vielleicht sogar gar kein Eigenkapital. Denn aus der Sicht der Bank hat das Unternehmen, was du kaufen willst, schon eine recht lange Vergangenheit. Und aufgrund dieser Vergangenheit und der verbundenen Ertragslage, woraus auch der Unternehmenswert errechnet wird, kann auch die Bank errechnen, dass das Unternehmen, also dein Vorhaben der Betriebsübernahme, auch in der Lage ist, die Kapitalkosten und den Kapitaldienst auch aufzubringen. Das bedeutet, dass du viel weniger Eigenkapital in einbringen musst, oder sogar gar kein Eigenkapital einbringen musst oder zusammen mit einem Investor das gesamte Unternehmen kaufst. Und wenn du ein solches Unternehmen suchst, dann gibt es nicht nur eine ganze Reihe von Plattformen im Internet, wo solche Unternehmen offeriert werden. Es gibt auch regional über Banken oder Steuerberater auch Netzwerke, die branchenspezifisch Unternehmen zur Veräußerung anbieten. Wir auch bei der X-Group haben auch immer wieder Unternehmen im Bestand, die einen Nachfolger suchen. Allerdings gibt es auch ein paar Punkte, die du beachten solltest. Das eine ist natürlich, das Unternehmen tatsächlich auch zu bewerten, also den echten Wert und dann den Kaufpreis zu ermitteln und dann die entsprechende Verhandlung auch zu deinen Gunsten zu führen. Der zweite Aspekt ist, das Unternehmen zu überprüfen, ob versteckte Altlasten, Steuerzahlungen oder andere Risiken und Gefahren. In der Regel wird hier eine Due Diligence gemacht und auch hierbei können wir dich unterstützen. Und der dritte Aspekt ist, eine Finanzplanung aufzubauen, die basierend auf den Vorjahreswerten dann in die Zukunft gerichtet die Grundlage für deinen Finanzierungsmittelantrag sind, also den Kreditantrag über Förderprogramme. Und die gute Nachricht ist, es gibt Förderprogramme in Deutschland, die bis zu 25 Millionen auch eine solche Betriebsübernahme fördern können. Und wenn du dabei Unterstützung brauchst, also bei der Unternehmensbewertung oder auch bei der Risikoanalyse oder bei der Erstellung der Finanzplanung des Kreditantrags bei der Bank, dann kannst du gerne Gebrauch machen von einem kostenfreien Erstgespräch. Denn wir haben in unserem Team nicht nur Unternehmensberater, Marketingberater, sondern auch spezialisierte Nachfolgeberater. Einerseits können die auch ein spezielles anerkanntes Bewertungsgutachten erstellen, auf der anderen Seite aber auch bankfähige Finanzierungspläne, damit du deine Förderprogramme auch erhalten kannst.
Zusammengefasst heißt das, dass wir nicht nur Unternehmen, die zum Verkauf stehen, im Bestand haben, sondern dass wir auch gerne dich dabei begleiten, das Unternehmen richtig zu bewerten und die entsprechenden Kaufpreisverhandlungen zu führen. Und wir begleiten dich natürlich auch in der Phase der Nachfolge. Und solltest du noch keinen fertigen Finanzplan und Kreditantrag haben zu deiner Unternehmenskauffinanzierung, dann mach jetzt an dieser Stelle nicht nur Gebrauch davon, das Video zu liken, unseren Kanal zu abonnieren, sondern auf einem kostenfreien Erstgespräch. Und gemeinsam mit dir werden wir dann einen Weg finden, wie wir dich unterstützen können, und das in der Regel auch noch mit Fördermitteln.